Sie kommen jetzt auch zur Aufnahme unseres Treffens in Stuttgart am 17. Mai zum Thema Mein Lieblingswerkzeug im Wissensmanagement, ein ganz interaktiver Abend. Wir sitzen alle zusammen hier in Stuttgart und haben auch schon ein paar Werkzeuge gesammelt, die heute vorgestellt werden sollen. Die Liste sieht man gerade und ich würde direkt jetzt auch das Wort weitergeben an, ja, fangen wir oben an mit Appreciative Inquiry und Bird Island. Appreciative Inquiry ist sozusagen eine wertschätzende Befragung. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt hier irgendwie eine kuschelige Atmosphäre haben und alles nur rosa-rot sehen. Die Idee dahinter ist, ich schaue, was hat gut funktioniert bei einem Projekt, bei einer Zertifizierung, bei einem E-Learning, generell in der Firma, weil man oder die Erfinder daran glauben, dass auch in den schlimmsten Firmensituationen es Dinge gibt, die ans Licht streben, also wo was noch gut läuft. Also dass alles nicht gut läuft, gibt es eher nicht. Und die Idee dahinter, ich scroll mal runter, ist, dass ich darauf aufbauen kann. Also wenn ich zum Beispiel merke, was hat auf dem Prozess, der vor der Zertifizierung, vor der anstehenden Zertifizierung war, also in diesem Weiterbildungslehrgang, was hat da gut funktioniert, dann könnte ich das vielleicht transportieren auf andere Situationen. Ähnliche Situationen, aber auch komplett andere. Wenn ich weiß, aha, so ticken die, dann könnte man schauen, eben zu träumen, was könnte sein, wo könnte man das auch verwenden. Und ich persönlich schätze das, ich gehe noch mal kurz hoch. Also es ist keine rosa-rote Brille, hier habe ich schon gesagt, wofür man es nehmen kann. Und ich habe auch gesagt, wie es funktioniert, also sich überlegen, was man tun will, schauen, was hat gut funktioniert, entweder in Fokusgruppen oder in 1:1 Interviews. Und dann darauf aufbauen. Zwei Erfahrungen, die ich teilen kann. Hier war es zum Beispiel ein Projekt mit einem Kunden, wo es um didaktische Reduktion von Wissen geht, Wissensvisualisierung. Die war das Schicksal dazu verdammt, an einer anderen Nahtstelle der Gesellschaft vergleichbar vielleicht mit der Polizei zu sein in Österreich. Und sich wirklich ins Zeug zu legen, aber eben furchtbar viel tun zu müssen. Das heißt, es war ein Nachfolgeworkshop und mir war klar, dass von dem, was wir im vorigen Workshop besprochen hatten, einfach, die sind guten Willens, die sind tatkräftig, aber nicht viel umgesetzt werden konnte. So. Aber ich hatte die verdammte Aufgabe, darauf aufzubauen. Und jetzt wollte ich da niemanden vorführen. Und deswegen habe ich dann eben geschaut, was von dem, was wir vereinbart haben, hat gut funktioniert. Weil es nützt dann nichts, eh weiß jeder Stress oder sie waren schuld oder ich war schuld, sondern was hat funktioniert und ich habe das dann auch so versucht, so charmant zu formulieren, was in Österreich von selbst umgesetzt oder wo ist es teilweise gelungen und was hat dabei geholfen und es war verblüffend, was das wirklich bewirkt hat, also für den Folgeworkshop. Ja, es war nicht alles, aber man wusste, was die Erfolgskriterien waren, man wusste, das lässt sich wieder machen, weil es eben was Kleines war und man konnte darauf aufbauen. Und das habe ich dann, das ist auch noch was ich teilen kann, bei der Koordinatorenkonferenz, einmal im Jahr treffen sich die Regionalgruppen, die auch kein leichtes Los haben, weil sie hatten heute vielleicht jede Menge andere Optionen und warum kommen sie dann hierher? Und da haben wir auch geschaut, was lief gut. Vielleicht noch eine Sache, die jetzt hier unten bei den Beispielen ein bisschen seltsam klingen mag. Aber ich hatte gesagt, dass ich mit Wissensvisualisierung und Aufbereitung von komplexen Fachwissen zu tun habe. Und ich kann es nur wärmstens empfehlen, wenn Sie irgendwelche Handbücher oder so in der Firma haben. Und es gibt eine Nachauflage, sage ich jetzt mal im klassischen Verlagsjargon, zu schauen, wie kam denn das vorher an? Also was kam gut an, was hätte man eigentlich lassen können, es hat sowieso nichts gebracht und wie soll das aufbereitet werden? Also da habe ich auch mit Kunden schon gedacht. Also kurz gesagt, es muss nicht der komplette Prozess sein,
Aber die Idee, auf das zu schauen, was funktioniert hat, und das ist für mich schon Wissensmanagement, dieses Wissen zu transferieren auf andere Situationen. Und gern kannst du das dann auch hinterher verschicken. Ich habe da noch ein paar Quellen. Also Chris Collins, das ist ein britischer und internationaler Wissensmanagement, der hat das auch noch zu Wissensmanagement ein bisschen gesagt. Und hier sind noch Details dazu. Fragen über welche? Das ist aber eine Methodik, die letztendlich moderiert wird. Ja, genau. Also schon, sagen wir mal, vielleicht so quasi leitfadengestütztes Interview. Oder man fängt mit einer Erfahrung an und lässt den anderen darüber sprechen. Mhm. Also in einer 1-zu-1-Situation, also ich spreche mit Gabriele, jetzt wenn wir uns jetzt über die Regionalgruppe allein verständigen, oder in einer 1-zu-mehreren, da hatte ich die anderen Regionalkoordinatoren gebeten, von dem, was trotz aller Herausforderungen gut. Es gibt ja auch so Best Practice zum Beispiel. Geht es dann in die Richtung? Wird es dann auch aufgeschrieben oder wird es nur kommuniziert oder diskutiert? Was war gut, was war schlecht? Ja, also es kommt darauf an, wie groß die Best Practices sind. Da kann es ja ganze Prozesse geben. Das hier würde ich sagen, betrachtet kleinere Abschnitte, Details. Und es kommt auf die Strategie an, die Sie haben. Wenn Sie das als wirklich großen Prozess machen wollen, dann kann es schon mehrere parallele Fokusgruppen sein, wo dann hinterher dokumentiert wird. Und man hat ja ein Ziel, warum will man das wissen? Will man generell irgendwie einen positiven Ansatzpunkt finden, weil es eh alles düster ist? Oder hat man da mal was gehört, das war gut, das könnte man für ein anstehendes Projekt brauchen? Und dann wird es natürlich auch dokumentiert und ins Handeln überführt. Aber ich habe die Erfahrung, Sie können sowohl das komplette Ding drehen, als auch die Idee verwenden in der kleineren Workshop-Sequenz. Ja, interessant finde ich eben dieses Appreciative, weil bei so klassischen Projekten Lessons Learned geht es ja immer eigentlich um das Thema, was ist schlecht gelaufen, was ist schief gelaufen, wo gab es Probleme. Und hier bewusst mal zu sagen, was ist gut gelaufen, wo haben wir vielleicht Stärken, über die wir uns gar nicht bewusst sind und die wir für die Zukunft besser nutzen wollen. Das ist für mich ein spannender Ansatz, ja. Ja, und da ist vielleicht nochmal, um Ihre Frage zu beantworten oder das noch kurz zu sagen, ich habe das auch so gemacht, oder ich mache es eigentlich sogar sehr gerne. Die klassische Idee ist Interviews. Ich habe es jetzt in den zwei Beispielen, die ich hier angeführt habe, so gemacht, dass ich vorher ein Set Fragen an die Teilnehmerinnen geschickt habe und die gebeten habe, Karten mit den Fragenummern mitzubringen, sodass sie dann zu den Fragen die Karten hatten. Danach haben wir aber im Sinne einer Ad-Hoc-Wissenslandkarte diese Karten thematisch geclustert, nicht nach den Fragen, sondern nach den Antworten. Das heißt, wir hatten beides. Wir hatten die Antworten auf die Fragen, also da wussten wir, Frage A, Annette hat das geantwortet. Und dann hatten wir aber so Tendenzen, die sich entwickelt hatten. Hier in dem Beispiel bei der Gesellschaft für Wissensmanagement waren es, glaube ich, 5 Schwerpunkte, die eben die Arbeit in der Regionalkoordination leichter machen oder wo was geht. Also dann auch schon wieder, ich liebe Dinge, die mehrere Betrachtungsweisen bieten, also erstmal die strikte Antwort sozusagen und dann hier jetzt ein Sidestep sozusagen, das Clustern in der Wissenslandkarte, und daraus haben wir überlegt, wie können das andere Regionen nutzen, kannst du was nutzen, was vielleicht in allen anderen so ist, aber bei dir nicht. Und das bedeutet nicht, dass man nicht auf die Schlechten schaut. Das wäre dann ein anderer Prozess. Hier schaut man. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Überleitung zu Bird Island. Bird Island, da bin ich der Gesellschaft für Wissensmanagement dankbar. Davon habe ich noch nie was gehört. Wir haben eben ein Mitglied, Stephanie Barnes in Berlin, die eine englische Gruppe im Rahmen der GFM macht und die bei NOCO gearbeitet hat und die jetzt auch einen Artikel dazu gemacht, und entweder heute oder morgen machen die tatsächlich Bird Island in Berlin. Die Idee ist, einen Workshop zu machen, der den Teilnehmern vor Augen führt, dass 3 Wissensmanagement-Methoden besser sind als eine. Und zwar, worum geht's?
Ist so ein bisschen, wer von Ihnen kennt diese Marshmallow-Challenge? Ich hasse das mit so einem Marshmallow und Spaghetti muss man den höchsten Turm bauen, das nervt mich, ich bin da ein bisschen hektisch. Aber es ist in etwa so. Sie kriegen verschiedene Materialien, die nicht besonders gut geeignet sind, einen hohen Turm zu bauen. Sie wohnen auf einer Insel, müssen Vögel fangen, merkwürdigerweise geht es mit einem Turm, und sie müssen so einen hohen Turm bauen. Und der muss diverse Naturkatastrophen wie Hurrikan und Erdbeben überstehen. So, mehrere Teams, die bauen diesen Turm. So. Dann gibt es ein After-Action-Review, das klang vorhin schon an. Also quasi nach dieser Aktion, das kommt ein bisschen aus dem Militärischen, leider schon eher aus der Nazi-Zeit, wird geschaut, was lief gut, was lief nicht gut. Jetzt würde man Wissensmanagement, die Wissensmanagement-Methoden kennen, vielleicht aufhören. Jetzt kommt aber der Clou. Die haben weitergemacht. Als nächstes gibt es nämlich ein Peer Assist. Nehmen wir mal an, Sie sind eine Gruppe, wir sind eine Gruppe, dann kommt jemand von uns zu Ihnen, kollegiales Coaching, und erzählt, wie wir das Ding so hochgekriegt haben. Und Sie kommen zu uns. Und dann hat NOCO die ganze Zeit, die machen das sehr oft, eine Best Practice Sammlung gehabt, also als Wiki oder Datenbank, wo Fotos, Ideen, wie das ganz gut hochwächst, drin sind. Also nicht eine Methode, sondern drei Methoden, die in gewisser Weise schon nicht willkürlich sind. Also da sieht man schon einen gewissen inhaltlichen Aufbau. Damit das Ganze auch gut wissenschaftlich begleitet werden kann, sollen nach jeder der Methoden die Leute schätzen, wie viel höher sie jetzt den Turm bauen können mit diesem Wissen. Zum Schluss bauen sie den zweiten Turm. Der zweite Turm ist höher als alle Schätzungen. Und was mir an dieser Geschichte gefällt, ist, manchmal brauchen wir schon ein bisschen wissenschaftlich zwecks Beweisführung. Da in diesem Artikel, da ist auch die Quelle unten, der ist frei verfügbar, gibt es dann auch statistische Auswertungen, dass das wirklich hilft. Die haben ja die Höhe des Turms als Messgröße. Durch die verfeinerte Best-Practice-Sammlung wachsen die Türme immer höher. Das heißt, irgendwann ging das dann diagrammtechnisch oder raumtechnisch nicht. Da mussten sie ein paar neue Hürden einbauen, die aber dokumentiert sind, damit es nicht alles sprengt. Drei Methoden sind mehr als eine Methode. Und das Gute, weil wir ja auch schon Wissen teilen, Wissen macht angesprochen hatten, da haben ja immer alle dann ein relativ gleiches Bild. Alle sind präsent, wir wissen, sind trotzdem nicht alle gleich präsent, aber diese Gruppen werden besser, weil sie alle das zusammen. Ja, und der Nutzen von Wissenstransfer ist messbar. Wer mehr möchte, den Artikel, und das ist jetzt ein bisschen eine ältere Infografik von mir, die Stefanie Barnes hat auch in Emerald in einer Zeitschrift einen Artikel geschrieben, und die Berliner werden es hoffentlich auf der Website dokumentieren. Also auf dem letzten Knowledge Camp hat sie das auch als Arbeitsgruppe angeboten, und ich war auch dabei. Ich habe auch teilnehmen dürfen. Ich fand es sehr interessant. Es waren ja Gruppen, die waren zusammengeworfen, da kannte sich kaum jemand und jemand anders aus der Gruppe. Und das hat insofern sehr, sehr gut funktioniert, weil man sehr gut sehen konnte, wie die Gruppendynamik entsteht. Welche Leute tatsächlich mitmachen, welche sich dann auch zurückgelehnt haben und einfach mal zugeguckt haben. Also man hat alles erlebt, also allein die Gruppendynamik war interessant. Und das Highlight, das haben Sie schon angesprochen, das war letztendlich das, dass man völlig unterschätzt hat, was man tatsächlich hinkriegt. Und diese Erfahrung, die war wirklich klasse. Das darf man natürlich nicht sagen, wie hoch der Turm dann wirklich sein darf, weil sonst hat man im Prinzip das Spiel kaputt gemacht. Aber es ist doppelt, dreimal so hoch, als man selber das geschätzt hätte, aufgrund der Materialien. Die muss man natürlich wissen, sonst kann man sich nicht vorstellen. Das heißt aber, das wäre doch ein Tool, um jetzt zu sagen, eher so in Richtung weiche Faktoren, ich bin in einer Organisation, möchte dort das Thema Wissensmanagement voranbringen und will die einfach vom Mindset her überzeugen, dass dieses Thema Transfer hilft, und zwar jedem Einzelnen in der Arbeit. Also wäre ja eher so ein Instrument Richtung Kultur,
Veränderung. Wobei ich dann noch ergänzen möchte, ich finde es auch eine Idee, selber so zu bauen. Und zwar nicht den Turm, sondern die Methoden. Also ich könnte mir auch vorstellen, in einer Situation, wo es passt, zuerst das Appreciative Inquiry und dann noch ein was anderes, was darauf abgestimmt ist. Sowas. Aber das war so ein Aha-Moment, wo ich gedacht habe, hey, ich beschäftige mich seit 2000 mit Business Management, dass man da ein paar Methoden kombinieren könnte, liegt aber absolut auf der Hand. Aber es war Wissenstransfer. Ja, danke. Gut, also eine Situation, die ich sehr oft habe, ist, dass man im Team zusammen was bearbeitet und dann eben verteilt Teams, wo wir dann zum Beispiel ein Forschungsprojekt zusammen machen oder ein Buch schreiben oder so. Und da gibt es schon ordentliche Tools, also ganz einfache Tools reichen da ja schon. Dropbox oder Google Docs oder was wir auch gerne verwenden, ist Wikipedia, eher was ein Wiki. Also Wikis, die man dann auch selber dann strukturieren kann und so. Das funktioniert ganz gut. Ansonsten bin ich eigentlich nicht so ein Fan von Tools, weil Tools dann, also man muss sich dann für jede Gruppe wieder ein anderes Tool einarbeiten und so. Das ist manchmal auch ein bisschen lästig. Und das ist jetzt hier Slack. Das ist ein Tool, das ist für mich so ein Worst Case, wo ich überhaupt nichts damit anfangen kann. Da ist eigentlich die Idee, dass man da drüber chatten kann. Also man könnte dann zum Beispiel den Leuten Fragen stellen und irgendwas diskutieren. Und die haben das aber irgendwie nicht hingekriegt, das so zu machen, dass es auch wirklich sinnvoll funktioniert. Wir benutzen das inzwischen auch nicht mehr. Also ganz lustig finde ich den Slackbot. Das ist also so ein Chatbot, dem ich Fragen stellen kann zur Benutzung. Leider gibt er auch nicht immer hilfreiche Antworten. Und ansonsten kann ich dann Mails oder Nachrichten schicken an die anderen oder an alle. Aber das machen wir inzwischen auch per E-Mail. Also das ist irgendwie das Problem, dass die Mails dann halt dort drinstehen und man bekommt irgendwie keine Benachrichtigung. Also das ist ein bisschen störend. So, das ist der Überblick. Was ich schon mal seltsam finde, ist hier oben Desktop Notifications. Ja, ich will keine Desktop Notification von diesem Tool haben, das dann irgendwie sich in mein Betriebssystem einklingt, womöglich. Und hier sieht man dann also die Navigation, die also völlig überhaupt nicht hilft. Also ich habe sehr lange gebraucht, um zu verstehen, wie ich da überhaupt eine Nachricht schicken kann. Also Grundfunktionen habe ich nicht richtig rausgefunden. Dann den Slackbot gefragt und dann ging es so halbwegs. Und also hier hatte der Kollege auch versucht, eine Diskussion anzustarten. Und wir haben gar nicht gemerkt, dass der damit was diskutieren wollte. Also wir haben E-Mail diskutiert. Von dem her hat sich das dann erledigt. Genau, irgendwie dann am 31. Haben wir dann nochmal was dazu geschrieben. Also es hat sich dann nicht bewährt. Aber einfach nochmal, die Idee ist, dass ich eine geschlossene Gruppe auf dieser Plattform habe und die Gruppe kann sich da einfach diskutieren, genau. Also ich finde es erstaunlich, dass man das nicht hinkriegt, eine Software zu entwickeln, die sowas gut unterstützt, weil es das ja eigentlich schon ganz viel gibt. Und andere haben zum Beispiel dann Notifications per E-Mail, dass ich dann eine Nachricht bekomme, wenn mir jemand was geschrieben hat oder so. Das habe ich hier nicht gefunden, dass man das aktivieren kann. Es ist auch total unübersichtlich. Also wenn man dann tatsächlich mal länger diskutiert, dann sind, ich glaube, die werden die alten Nachrichten immer zuerst angezeigt und dann muss man das Ganze entlang scrollen. Also irgendwie alles genau verkehrt rum. Hier könnte man noch eine Menge tun, habe ich dann aber auch keine Lust mehr gehabt. Also die Grundfunktion ist schon diese Diskussion miteinander. Das hat irgendwie nicht richtig funktioniert, ist auch nicht angekommen. Also, wenn ich dazu was sagen kann, wir haben auch eine Slackline bei uns eingeführt. Wir haben das dann mit Jira verbunden, das ist so ein anderes Tool noch. Und es glaube ich, funktioniert dann richtig gut, wenn man das hinter einem führenden System packt, wo ich einfach chatten möchte, weil der neueste Trend ist ja, ja, ich brauche überall kommentieren, ich muss überall auch zurückmelden, hey, das machst du nicht so toll oder das machst du ganz toll. Und Slack oder die Slackline, das Unternehmen wächst ja brutal, die packen sich hinter eine führende Anwendung und du bekommst dann quasi über diese führende Anwendung, über die Slackline Info, hey, der hat gerade seinen Programmierschritt jetzt beendet oder der hat gerade die Aufgabe erledigt und du kriegst dann halt nur dieses, also ich habe Slack selber auf dem Handy, tue aber die App nicht öffnen aktiv. Ich kriege nur Nachrichten und weiß, ah, okay, er ist fertig und dann ist es okay.
Also es ist eher, ich glaube auch, da gebe ich dir vollkommen recht, ich habe das aufgemacht, ja, und habe das, wollte auch jemand hinzufügen oder dann mit anderen slacken, und da bin ich auch gar nicht klar gekommen. Aber wenn man es hinter eine führende, Anwendung das packt, dann war es echt gut. Also wir haben das jetzt noch nicht so lange, aber das, was es bis jetzt macht, ist gut. Und was wäre eine führende, Anwendung? Eine Software jetzt zum Beispiel, die eigentlich was anderes tut, ja, aber wenn man da einen Arbeitsschritt zu Ende macht, dass dann automatisch über dieses Slack eine Nachricht rausschickt, ist fertig. Ganz simpel aus, aber geht noch viel komplexer. Aber und in was setzen Sie es jetzt ein? Also, wir haben Jira, das ist so ein Scrum, eine schöne Scrum-Methode. Ja. Ja, da machen wir unsere Aufgabenplanung. Ja. Und da haben wir die Slackline angeschlossen in unserem Arbeitskreis, und da funktioniert das ganz gut. Aber alleine als Tool, so eine Slack-Gruppe, würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Da kann ich gleich WhatsApp nehmen. Oder irgendwie so eine, was weiß ich, eine Xing-Gruppe oder ja, so, genau. Die besser funktionieren. Ja. So, aber was die ganz gut machen, dass du das geschlossene Gruppen machen. Ja. Ja, also es hat mich verwundert, weil ich arbeite ja gerade im Bereich Requirements Engineering, und das ist das Typische, dass man sich mal überlegt, wie ist so ein typischer Arbeitsablauf, wie soll der unterstützt werden, woher weiß der Benutzer, wo er klicken soll. Und das ist ja wirklich nicht so, aber klar, wenn das irgendwie eine Ergänzung sein soll zu was anderem. Die hängen sich dahinter richtig große Anwendungen. Aber die Idee ist dann schon, ich muss jetzt aber, Sie hatten jetzt gesagt, im Prinzip über die Slackline bekomme ich diese Infos, jetzt ist ein Arbeitspaket erledigt, wo ich sage, naja, das würde ich eigentlich als Anforderung an meine Projektmanagement-Software selber stellen, dass sie mir diese Info schickt, dass ich da kein Zusatztool brauche. Aber der Grundgedanke von Slack ist ja schon dieses Kommunikation. Mhm. Nutzen Sie das dann überhaupt? Also wie gesagt, aktiv stoße ich über die Slack-App nichts an. Okay. Ich mache das nur über meine führende Software. Nur ist es da so, dass es halt eine Webanwendung ist. Ich habe zwar auch diese Jira-App auf meinem Handy, aber der Gedanke hinter Slack ist ja, ich habe ein zentrales Kommunikationstool für verschiedenste Anwendungen. Okay. Das ist so, glaube ich, der Hintergedanke. Ja. So, ob der sich jetzt bei anderen führenden Programmen an. Also führende heißt immer, ich arbeite damit hauptsächlich, möchte aber nicht in 7 andere Fenster reinspringen, um jetzt was zu dokumentieren oder was zu kommentieren. Mhm. Und da ist Slack so eine Plattform. Kann man dann an verschiedene Prozesse anbinden. Da stellt sich jetzt gleich die Frage, die Sie ja gesagt hatten mit dem Nachsehen. Bei Ihnen gibt es dann nicht den Arbeitsschritt, dass Sie nochmal was nachsehen müssen, weil dann werden Sie irgendwie anstrengend sitzen. Wir machen halt mit dem nur ausschließlich, ist was erledigt. Genau. Ist was erledigt, okay, fertig. Also ich gucke nicht aktiv nach. Also in meinem aktuellen Kundenumfeld verwenden Sie tatsächlich jetzt nicht Slack, sondern was Ähnliches, sage ich mal, MetaMost. Und da ist dann tatsächlich Jenkins eingebunden, der dann automatisch also auch immer als Build- und Deployment-Tool an die Information rausgibt. Jetzt wird gerade neu gebaut, die Software wird auch in der Umgebung gerade neu zur Verfügung gestellt. Wenn man in der Webanwendung selber unterwegs ist, kriegt keine Antwort, schaut man da erstmal nach, ist der gerade da neu am Deployen oder so, und weiß dann auch fertig, wo das gibt, sogar die Fehlermeldung, die werden sogar farblich entsprechend markiert und kann das dort nochmal nachvollziehen. Also da ist es dann ganz hilfreich für solche Themen. Als Chat-Tool, glaube ich, ist es so ein bisschen kulturelles Thema, wie man damit umgeht. Ist es sehr aktiv oder nicht? Ich weiß, es also bei Sidion ist es eher dann Skype als Medium sehr stark genutzt worden, weil einfach keiner, sage ich mal, was Eigenes dann aufsetzen wollte, Aufwand, und Skype hatte jeder auf seinem Windows-Rechner sowieso schon irgendwie drauf. Ja. Da wurde dann aber irgendwann mal die Frage gestellt, naja, die Daten laufen jetzt dann hier über einen externen Server, und wie ist das denn dann? Datenschutz etc. Wollen wir unbedingt alles der NSA schon zur Verfügung stellen, aktiv? Ja, und da war in dem Kundenumfeld eigener Server, wir setzen hier ein MetaMost auf, das ist alles eine geschlossene Umgebung, und da funktioniert sowas dann ganz gut. Ja. Aber tatsächlich auch da, ich habe da proaktiv eigene Kanäle aufgemacht zu komplexen Themen, um auch
Feedback einzuholen von anderen Beteiligten, die weniger aktiv sind, aber der Vorteil ist, man kann es tatsächlich nochmal nachlesen. Und das muss, braucht kein führendes System, das geht gegen Jahre alleine? Das hängt von der Anwendung ab. Da es ein internationales Team ist, über mehrere Länder hinweg, einige verwenden das in ihrer Zusammenarbeit sehr, sehr effizient und sind da sehr aktiv. Andere nutzen es so gut wie gar nicht. Die muss man quasi schon immer wieder darauf hinweisen, da gibt es ein Tool. Aber das ist, glaube ich, grundsätzlich auch gerade, was so elektronische Tools angeht. Tool with a tool is still a tool. Ja. Und das, wenn man nicht weiß, wie man es nutzen soll oder sinnvoll nutzen soll, dann bringt es einem nichts. Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine Anspruchshaltung, mit der Wissensmanagement-Tools vielleicht noch mehr zu kämpfen haben als andere. Dass ich die Erwartung habe, dass es super einfach ist, dass ich mich nicht lange einarbeiten muss. Weil ich kenne halt aus dem privaten Umfeld Skype und WhatsApp und weiß, wie bequem und einfach das ist. Und so will ich dann mein Kommunikationstool auch im beruflichen Kontext eigentlich ja, haben. Es ist ja möglich, dass es benutzerfreundlich funktioniert. Klar, aber ich glaube, das muss einem schon klar sein, weil Wissensmanagement-Tools sind ja immer welche, die oft freiwillig genutzt werden. Ja? Also das SAP-Tool, da komme ich nicht drum rum. Ja? Wenn mein Unternehmen SAP nutzt, dann muss ich halt auch eine Woche lang in die SAP-Schulung sitzen, damit ich endlich verstehe, was ich da machen muss, weil es führt kein Weg dran vorbei. Aber das sind ja so Tools, da führen ganz viele Wege dran vorbei. Und wenn das mich nicht gleich irgendwie in der ersten halben Stunde packt und ich weiß, und mich hat das ja schon erschüttert. Ich meine, Sie geben ja Trainings im Kontext IT und IT-Requirements. Wenn Sie schon sagen, ich wusste nicht, wo ich da hinklicken soll, ja, also das ist hart. Und dann ist es, glaube ich, auch so eben so ein kulturelles Thema. So eine Techie-Firma, da werden technische Tools eher angenommen, als, sage ich mal, in einem Umfeld, wo ja Fachbereiche unterwegs sind und die selbst erklärend haben wollen. Wikis sind auch alle sehr schön und gut, nur irgendwann wächst und wächst das, da wird kein Mensch mehr durchlesen, weil es ist einfach auch zu viel. Also wir verwenden das ganz gern, um Bücher gemeinsam zu schreiben. Dafür ist es super, weil da ist der Umfang ja sowieso begrenzt. Und wie gesagt, immer Anwendungsfall bezogen. Mhm. In manchen Fällen wunderbar, in anderen falsches Tool oder falscher Kreis. Jetzt bin ich neugierig, und wie schreiben Sie so ein Buch mit Wiki? Also ich verstehe, es sind mehrere, die beitragen, und dann sieht man, wer was, wie, wo. Genau, wir haben dann für jedes Kapitel eine eigene Seite, und dann hat ja dieses Wiki ja so eine Versionsverwaltung. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich was schreiben würde und es wäre plötzlich weg, dann könnte ich das wiederfinden. Okay. Und wir kriegen dann eben auch Nachrichten, wenn jemand was geändert hat an einem Kapitel. Und wir haben das jetzt so aufgeteilt, dass jeder halt ein Kapitel schreibt und die anderen gehen drüber und können dann noch Ergänzungen machen. Mhm. Dann bekomme ich halt Nachricht, wenn zum Beispiel mein Kapitel von jemandem verändert wurde, dann kann ich wieder reinsehen und so. Das funktioniert dann sehr gut. Das ist eine clevere auch Nutzung von Wiki, finde ich. Ja. Wir sind gleich mal kurz vor Beta-Version. Vielleicht kurz von der anderen Seite noch gesprochen. Das Thema kam auf, dass Mitarbeiter in der Produktion ihr Wissen erfassen, das dann aber auf verschiedenste Formen machen. Also der eine schreibt es in Excel-Tabellen, der andere in PowerPoints, speichert es ab. Also die haben die Auflage, Leute, erfasst euer prozessgebundenes Wissen. Ich mache ein ganz kleines Beispiel. Mitarbeiter geht hin an eine Maschine und muss die jetzt zum Beispiel instand halten. Dann macht er 4, 5 Arbeitsschritte, die aber schon speziell sind, ja, so dass man, und die kann man auch auf verschiedene Arten und Weisen machen. Und das Wissen zu erfassen und zu dokumentieren, haben die Mitarbeiter eine Art Pflicht, wird auch gemacht, aber eher schlecht als recht. So, und das war dann ihr von der Produktionsleitung aus ein Thema, wo sie sagen, wir müssen da irgendein ein Tool einführen, um dieses Wissen von den Mitarbeitern besser greifen zu können. Ja, also es reicht uns nicht mehr aus, uns durch irgendwelche Excel-Dateien zu pflegen oder zu hüpfen, die dann auch eher einen schlechten Aussagecharakter haben, weil da auch kein Standard drin ist. Es ist kein durchgängiger Prozess und es ist auch nicht verknüpft mit Informationen. Also da
pflegt jeder, wie er gerade Laune hat. Mhm. Ja? So, der, dann haben wir, sind wir in den Prozess mit eingestiegen, rein beratend, und haben gesagt, okay, dann lasst uns doch mal die Anwender mit an den Tisch setzen. Und die Anwender haben dann mal so ihre Themen, ja, warum soll ich da jetzt noch eine große Dokumentation schreiben? Das reicht mir doch, wenn ich das mache. Ja, reicht halt dem Schichtleiter von der dritten Schicht nicht, wenn der merkt, dass die Maschine in der dritten Schicht immer schlechter läuft wie in der ersten Schicht. Also muss der Instandhalter von der ersten Schicht was anders machen als der in der dritten Schicht. Die können das wissen oder das, diesen Arbeitsschritt können die aber nicht fassen. Deswegen wollen sie es erfassen mit einem Tool, wo sie auch einfach darauf zugreifen können. Unter Umständen an der Maschine auch der Mitarbeiter sehen kann, hey, was muss ich tun, um diesen Arbeitsschritt jetzt zu absolvieren. Und dann kam das Thema auf und eigentlich war auch so das Hauptthema in dem ganzen Erfassungsprozess, und da kommen wir wieder auf das Thema von vorher zurück, was ist eigentlich das Wichtigste bei so einem Wissensmanagement-Tool? Dass der Mensch angetriggert wird, überhaupt bereit dazu ist, sein Wissen zu erfassen. Ja, viele sagen auch, das ist mein Wissen, das ist auch meine Daseinsberechtigung im Unternehmen, ich will das gar nicht teilen. Und vor allem, warum soll ich das überhaupt teilen? Jetzt kann ich sagen, ich tue da irgendein Belohnungssystem drüber legen, dann kommt nach 4 Minuten der Betriebsrat um die Ecke und sagt, halt mal, von meinen Mitarbeitern tut ihr nicht Wissen erfassen, ja, und vor allem auch nicht bewerten, weil das ist dann wieder ein anderes Thema. Also muss es doch eigentlich ein Tool sein, wo es auf eine gewisse Art und Weise auch Spaß macht. Ja, warum pflegen Menschen privat irgendwelche Wikis? Warum tun sie über iFixit, was mittlerweile eine der größten Instruction Tools online, warum tun dann die Leute hochstellen, dass sie Waschmaschinen referieren können? Mit Bildern und Anzeichnen und also super, super einfach und macht auch Spaß, irgendwie da seine Prozesse aufzuzeichnen. Jetzt haben wir die Hypothese angestellt, wenn man ein Tool baut, was für den Anwender aussieht wie eine Consumer App, also wie wenn ich mein Handy aufmache und meiner Freundin über WhatsApp oder über Facebook oder sonst irgendwas schreibe, hey, ich komme halt später nach Hause. So eine Aufmachung und so eine Einfachheit muss ich in der Applikation wiederfinden. Dann schaffe ich es vielleicht, dass meine Mitarbeiter, meine Anwender von sich selber aus, also intrinsisch motiviert, Wissen zu erfassen. Und das an dem Beispiel Instandhaltung in der Produktion hat dazu geführt, dass wir dem irgendwann mal an dem Produktionsmitarbeiter ein iPad hingelegt haben. Das kann ich, wie gesagt, das leider nicht zeigen. Vielleicht ist es das nächste Mal dann soweit, wo ich die Freigabe bekomme. Da hat er eine wie eine Google-Suche eigentlich, also wo ich sagen kann, ich suche jetzt zum Beispiel nach der Maschine ZX12 und dann wird mir schon vorgeschlagen, hey, letzten Monat gab es hier 6 neue Work Instructions. Deine Kollegen haben 6 neue Work Instructions für diese Maschine hochgeladen. Ja, was haben die denn da so gemacht? Und dann kann man reingehen und dann wird einem das aufgezeigt, was da verändert wurde an der Work Instruction oder was sich an diesem Prozess vielleicht verändert haben könnte. Aber eigentlich, also das Suchen ist so ein bisschen interaktiv und einfach, so wie wenn man das kennt von Google und sich auch wohlfühlt. Ja. Das kennt man einfach aus dem privaten Umfeld. Der Knackpunkt ist das Erfassen. Wie erfasse ich das jetzt einfach? Ja? Klar, alle schreien nach Tablets und da haben wir natürlich dann auch mit aufgenommen, dass der Anwender halt vorne steht, der macht ein Bild mit dem Tablet, das Bild wird automatisch in den Fließtext eingebaut, ich kann auf dem Tablet Markierungen machen, ganz einfach, und rechts daneben poppt dann ein Textfeld auf, wo ich dann mit also schon vorgeschlagenen Texten relativ schnell und dynamisch Text erfassen kann. Es ist gar nicht gewünscht, dass so ein Text hinzuhauen, ja? Weil das ist dann wiederum nicht produktiv, mit dem Tablet in der Produktion rumzulaufen und da zu tippen. Das ist dann eher was man an der Webanwendung, nicht an der Webanwendung, an der Desktop-Anwendung im PC macht. Also das Tool, wie gesagt, man kann es dann zeigen, das kommt jetzt vielleicht auch nicht ganz so rüber, aber man muss es sehen, wie einfach es ist, das Wissen zu erfassen. Angelehnt an iFixit, das war auch der Anspruch des Unternehmens, die uns da den Projektauftrag erteilt haben. Und vor allem auch ein ganz großer Knackpunkt, das hatten wir vorher schon kurz, die Daten müssen im Haus gehostet werden. Also nichts mit Cloud-Lösungen, was es ja X gibt. Ja, es gibt Business-Plattformen oder
das Unternehmen selber hat auch einen Inhouse-Wiki. Sie haben ein eigenes Wiki, wo sie auch solche Themen auch schon pflegen. Ja? Aber nochmal, es nützt keinem. Die Leute vervollständigen es einfach nicht. Und vor allem, sie kommentieren es nicht, sie bearbeiten es nicht weiter. Und es gibt da kein Organ, das drüber schaut und sagt, hey, das ist jetzt was, wo ich publizieren möchte. Ich möchte es also im Unternehmen verteilen. Hey, guckt euch das mal an, wichtiger Prozess. Wir haben uns mal den kleinsten Prozess in der Produktion rausgeholt und haben den reingepackt in unser Tool, wie wir dieses Wissen greifbar machen können. Sukzessive ist geplant, über das ganze Unternehmen zu stülpen, auch administrative Prozesse. Auszubildender kommt in eine neue Abteilung, der soll sich erstmal zurechtfinden. Einen Wiki würde der jetzt nicht groß aufmachen oder das suchen. Das muss cool aussehen, das muss den Leuten Spaß machen, damit zu arbeiten. Und das funktioniert mit einer einfachen Oberfläche, mit einfachen Prozessschritten und immer mit dem Fokus, warum könnte der Mensch oder der Mitarbeiter dieses Wissen jetzt teilen wollen. Und unter den Aspekten wird die Software entwickelt oder wurde entwickelt, ist es so gut wie am Ende bei dem ersten minimalen Produkt. Das heißt aber, das Grundidee ist Fotos, weil jeder gerne Fotos macht, weil das viel weniger aufwendig ist und halt wenig Text, der teilweise sogar schon so ein bisschen vorgeschlagen wird. Also wir sind so davon ausgegangen, wie verstehe ich was am besten von irgendeinem Prozess? Das ist ein Bild, Ton, Video, Text ist wahrscheinlich das Schlechteste, ja? Um was wirklich kurz und knapp reinzubekommen, weil ich kann jetzt auch nicht von meinen Mitarbeitern verlangen, dass der da eine halbe Stunde liest, bevor er anfängt, einen Schritt durchzumachen, der eigentlich nur 3 Minuten braucht. Das muss schnell gehen. Wenn er dann mal nachgucken muss. Und vor allem auch das Erfassen muss schnell gehen. Und das funktioniert mit Bildern, Videos oder Ton einfach am besten. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit Video. Ja, also gerade diese Medien, was ist gewünscht für eine Nachricht zu übermitteln? Also wie kann ich was bestehen? Also über Video, Bild, Ton, Foto, das kann der Anwender selber entscheiden, was er da machen möchte, was er auswählt. Ja. Und wie gesagt, kleiner Prozess in der Produktion rausgesucht, um einfach mal den Weg durchzugehen. Und dann jetzt, wir haben schon relativ viele Anfragen, also alleine durch solche Vorträge, für ganz andere Prozesse. Also viele wollen einfach auch nur gewisse Arbeitsschritte erfassen, die sie dokumentiert haben wollen, alleine wenn der Mitarbeiter mal das Unternehmen verlässt. Ja, der hat das immer super so gemacht, jetzt geht er, irgendwie hat er das nochmal gemacht. Und da muss es natürlich auch was sein, wo einfach ist. Das darf den nicht aufhalten, das darf dem auch nicht eine lästige Arbeit sein, sondern das muss schnell gehen. Und vielleicht sogar auch Spaß machen. Das ist so unser Anspruch. Und das funktioniert halt nicht, wenn ich die Wikis mir anschaue, die es so gibt. Das sind keine interaktiven Oberflächen, wo ich durchgeführt werde durch einen Prozess. Also muss man fairerweise sagen, dass sie aus einem anderen IT-Zeitalter stammen. Definitiv. Da gab es noch keine Apps. Also. Nee. Ich meine nicht, dass es das jetzt, nicht, dass ich retro drauf bin, aber. Nee. So ein QR-Code pro Maschine, da hat er die Daten schon drauf, dann muss er es gar nicht eingeben. Also er läuft in den Barcode-Aufkleber auf der Maschine. Genau. Läuft auch, wird die Maschine aufgepoppt. Wir wollen es aber nicht nur Maschinen oder Kategorie gebunden machen, wir orientieren uns an dem Prozess. Wir glauben, dass Wissen in Kombination mit Informationen dann am Prozess der wahre Mehrwert ist. Die Mitarbeiter haben auch einen Barcode? Nee, der lockt sich als User an. Nein, ich meine, also Sie und ich sind beteiligt und Ihr Laptop, dann hat Ihr Laptop, Ihr Laptop einen Barcode und so einen Barcode. Ja, also wir wollen nicht zu digitalisieren, ja. Das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt in dem ganzen Bereich. Der Mensch steht in dem ganzen Prozess immer noch im Fokus. Das ist immer noch der Erfolgsfaktor Nummer 1 von einem Unternehmen. Aber auch nur dann, wenn ich schaffe, dass dieser Mitarbeiter sein Wissen zum richtigen Zeitpunkt kombiniert mit Informationen, die von anderen Seiten reinfließen, genau dahin steckt, wo sie zu dem Zeitpunkt gebraucht werden. Und das Tool soll dabei helfen, das soll den nicht ersetzen.
Lässt sich dann auch Sprachaufzeichnung und Text umwandeln? Das haben wir noch nicht drin. Genau, also manche sind ja heutzutage, also mein Sohn kommentiert nur noch über Sprachnachrichten. Ja, ist ja schon bequem. Ja. Dass man dann quasi letztendlich den gesprochenen Text, den gesprochenen Teile vertextet. Mhm. Hattest du das nicht mal bei einem Wissensmanagement-Tag, wo Schichtübergabe mit Mini-Videos war? Ja, ich habe gerade jetzt wieder das Thema bei Stadtwerken. Ja, und ich habe jetzt das Thema bei Stadtwerken, da geht es auch eben Transfer beim Ausschalten, auch, aber auch generell, und da geht es auch stark um Mitarbeiter, weniger im administrativen Bereich, sondern im technisch-handwerklichen Bereich. Und da reden wir auch ganz stark über das Thema Video und ja, wir nennen es jetzt mal Fotoroman, also halt, ja. Genau das Thema, Fotos machen und wirklich nur minimaler Text, weil ich habe es auf beiden Seiten, bei der Gruppe an Mitarbeitern, die haben jetzt wenig Motivation zu schreiben und auch wenig Motivation zu lesen. Ja, es ist einfach so. Ne? Und deshalb gehen wir da schon auch in die Richtung mit Video und Foto. Ja. Jetzt nicht in eine App eingebettet, aber da werde ich mal den Kontakt herstellen, sondern halt mal handmade, ja, irgendwie. Aber das, ne, wenn ich dann mir sogar noch den Schritt spare, meine Fotos irgendwie noch zu importieren und dann in ein Word-Dokument reinzukleben, sondern das irgendwie mir von der Software abgenommen wird, ist das ja wunderbar. Ich habe jetzt noch eine Frage bei der Nutzung. Sie hatten gesagt, es gibt so eine Google-Suche. Das heißt ja aber, irgendjemand muss das verschlagworten oder, und gibt's, und die andere Frage wäre, gibt es sowas wie ein Wiki wie ein Freigabeprozess oder darf jeder Mitarbeiter erfassen, auch das, was andere schon gemacht haben, verändern und damit ist es auch öffentlich? Also die Verschlagwortung für dieses, wenn man es Dokument bezeichnen möchte, funktioniert beim Eingabeprozess automatisch. Also er heftet diesem Dokument diese Schlagworte ein, die ich am Anfang in diesem Frageprozess, also was willst du tun? Warum willst du es tun? Nicht genau diese Fragen, aber halt immer prozessgebundene Fragen, die dann auf diesem Dokument quasi seine eindeutige, ich nenne es jetzt mal, den Platz, wo halt dieses Dokument sich befindet in der Datenbank. Ja. Man kann sich das als See vorstellen und durch diese Schlagworte lege ich es mir heraus. Die zweite Frage mit dem Freigabe, ganz wichtig, klar, hatten wir auch ganz am Anfang gleich. Ja, Wissen teilen heißt ja eigentlich auch, jedes Wissen ist irgendwo in einer Art und Weise wichtig. Ja. Jetzt kann ich aber auch nicht guten Gewissens als Produktionschef sagen, ja, jeder Hallodri aus jeder Schicht kann alles reintragen und es wird sofort veröffentlicht. Weil nachher kommt einer und nimmt es dann direkt und baut es dann in seinen Arbeitsprozess wieder ein und da geht mir was verloren. Das heißt, ich muss ein Organ drüber schalten, wo drüber schaut und diese Freigabe erteilt und sagt, hey, diese Work Instruction ist freigegeben oder vielleicht sogar noch kommentiert. Also es findet dann auch eine Interaktion statt oder es kann eine Interaktion zwischen dem Freigebenden und dem Ersteller geben. Oder der andere Kollege sagt, hey, warum machst du das denn so? Mach das doch lieber so. Ich habe damit gute Erfahrung. Und sagt, ah, okay, stimmt, dann kann er es ändern und anpassen. Bei den Schlagwörtern vorgegebene Schlagwörter, dass kein Kuddelmittel entsteht. Also ich schreibe so, du schreibst so an. Also irgendjemand hat sich die ausgedacht, die verbindlich sind. Ja, es ist, wir sind ja hier gerade noch extrem kategoriebezogen und maschinenbezogen. Ja. Ah, dadurch da ist es ist, eh, das ist ja einfach. Das ist total einfach, ja. Ja. Wo es um Qualitätsmanagement für diese Programme geht. Genau. Da ist alles definiert, also mit dem, ohne Normen. Die Norm bringt dich in Form. Ja. Wow. Aber es ist mit Absicht nicht so in die Tiefe. Also es sind wirklich Fragen, die könnte hier jeder am Tisch auch ohne irgendein Produktionswissen beantworten. Mhm. Ja. Und so soll das auch sein. Also das ist auch ein Tool, wo wir zur Verfügung stellen und nicht eine Stunde Einweisung geben wollen. Und müssen. Mhm. Ist der Anspruch. Und also wir brauchen jetzt noch ein bisschen, vor allem auch, dass wir das veröffentlichen dürfen. Aber das kann man bestimmt bei so einem nächsten Treffen zeigen. Oh ja, das wäre quasi, also es jetzt wirklich mal zu sehen. Ne? Aber ich glaube schon, das sind genau diese richtigen Punkte. Ja? Einfach, schnell,
irgendwo auch, wie Sie sagen, das macht Spaß. Ja, wir alle haben uns irgendwie angewöhnt, ständig zu fotografieren, wenn irgendwas ist. Ja, ich glaube, das ist mittlerweile für die meisten so nicht nur ein Automatismus geworden, sondern wir machen es halt auch gerne. Und das Schreiben und Text reduzieren auf das notwendige Minimum. Ich glaube schon, dass das genau wichtig ist, ja. Solange die Spracheingabe noch nicht funktioniert. Also das OCR und so weiter, die Sachen umzuwandeln. Weil wenn man tippt auf diesen Mini-Teil, ist ja nur lästig, vor allem wenn es dann auch selber ergänzt, wenn man den Modus drin hat. Ja, das ist auch wieder so ein bisschen eine Kulturfrage. Ja. Der eine, der möchte das nicht so gerne in der Produktion, ja, dann gucke ich mir aber jetzt die Produktion an, ich laufe da durch, da ist keiner über 25. Das wollte ich jetzt mal fragen, also wie die Altersstruktur ist. Da rennt jeder rum und macht hier zack, 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 fertig und legt es wieder hin. Das ist heute so, also in vielen Bereichen. Mhm. Aber jetzt da hinten einer am Eck, ja, der auch so ein bisschen vielleicht sogar Schichtleiter ist, historisch gewachsen, und der muss es auch machen und der muss es auch machen wollen. Und von dem ist das Wissen ja auch so extrem wichtig. Sprich, ich muss mit dem Tool auch den abfackeln können. Ja, und da ist es eben genau so, der will wenn dann sagen, ja, also ich habe das jetzt hier so und so gemacht, also er macht eher eine Sprachnotiz oder dann diese Umwandlung in Text. Ja. Wir reden jetzt immer noch von der Schokoladentafelherstellung, oder nicht? Okay, gut. Interessant. Danke. Ja, also wir hoffen mal sehr, dass wir es dann auch mal sehen dürfen. Ja, doch. Davon gehe ich aus. Also es wird nicht nur als nicht live vor Ort mit Schokoladenverkostung, es reicht uns ja, auch hier ja. Mit Brezeln. Ja. Ja, also wir haben das ursprünglich als Projektauftrag angenommen und jetzt ist aber eine Produktentwicklung, weil wir merken, das braucht jeder. Also es gibt extrem viele Ansatzpunkte. Wir haben jetzt auch schon mit anderen recht größeren Firmen Kontakt gehabt und ist aber eine B2B-Anwendung, also nicht was ja. Unser eins jetzt, wenn man Kuchen bäckt oder sowas, gibt's ja wenn schon. Jemand zuguckt. Gibt es ja schon. Es gibt auch eine B2B-Variante von der iFixit-Lösung, die online ja extrem gut vertreten ist. Auch wenn man sich das mal anschauen will, in Stuttgart in der Kalverpassage ist von iFixit so ein Pop-Up-Store, da hängen lauter iPads an der Wand. Und dann gibt es Werkzeuge, stellen sie zur Verfügung und dann kann man Videos ab die Waschmaschine reparieren. Ja, zum Beispiel. Oder halt Handys. Ja. Also die stellen die Videos zur Verfügung und die Werkzeuge und dann kann man da hinauf und das selber machen. Und es läuft. Die Leute wollen das machen. Und die Plattform auch online ist extrem gefragt. Ein Wachstum des Unternehmens ist unglaublich. Und die haben aber auch eine B2B-Lösung, die aber auch wiederum webbasierend ist, cloudbasierend. Ja. Und gerade das Thema Wissen, vor allem unsere deutschen Unternehmen, gerade die Mittelständler, die sind noch nicht bereit. Also oft noch nicht bereit, diesen Schritt zu gehen. Okay, ich packe zum einen mal mein wertvolles Wissen in so ein Tool und zum anderen packe ich es dann auch noch in die Cloud. Aber dann gerade die großen, die erfolgreichen, wo du denkst, hey, die sind richtig... Da geht gar nichts. Die machen noch mit Excel und PowerPoint und haben gar keine Kontrolle darüber. Also die Polizei Baden-Württemberg, 25.000 Beschäftigte, steht jetzt in den nächsten 5 Jahren vor der Aufgabe, 30-40% ihres Personals zu verlieren durch Pensionierung von der Altersstruktur. Die Babyboomer gehen. Ja, Jahrgang 61 abwärts. Ich bin Jahrgang 61, also das heißt vorher. Meine kleine Schwester ist übrigens bei der Polizei. Also, auf jeden Fall hatte man sich vor 4 bis 5 Jahren darüber Gedanken gemacht und hat dann letztendlich einen Prozess entwickelt, Wissen und Erfahrungstransfer, der so grob beschrieben 2 Stränge umfasst. Es beginnt also, indem man aufgrund von der Personalliste, also sprich, welcher Jahrgang geht in diesem Jahr oder halben Jahr, Listen erstellt. Aufgrund von der Liste wird dann die entsprechende Organisationseinheit beauftragt zu prüfen, inwiefern es sich hierbei um Wissensträger handelt. Es gibt da auch Kollegen, die nicht in der Schlüsselposition sind, dass sie Wissen quasi dafür in Frage kommen. Und dann wird eben ein Prozess angestoßen, in dem man vorher Multiplikatoren festgelegt hat für die Organisationseinheit, die das unterstützen und betreuen. Und der Strang selber
verläuft in zwei verschiedene Richtungen. Gibt es bereits einen Nachfolger, ist der bekannt, dann bringt man eben beide zusammen im Austausch, so ein bisschen Coaching durch den Mitmoderator oder den Moderator und versucht eben dann in Zusammenarbeit letztendlich so eine Art Transfer oder Transfergespräch auf den Weg zu bringen. Es spielt auch noch das Stichwort Wissenslandkarte mit eine Rolle. Man soll also versuchen, es in irgendeiner Form aufzuschreiben, was mein Wissensumfeld gibt also keinen Standard oder kein Tool dafür. Das wird halt entweder wird's in Word oder Excel oder Grafik, kann es auch aufmalen. Also so in diese Richtung wird es versucht, wenn ein Nachfolger bereits da wäre. Ich habe mal auf, was eigentlich in der Regel der Fall ist dazu. Die zweite Säule wäre dann letztendlich, dass der Prozess da übergeht mit dem Moderator und dem Ausscheidenden, dass man dann so eine Art Konserve bildet, letztendlich stehen bleibt, indem man das Wichtige aus seiner Meinung nach aufschreibt und dann letztendlich konserviert. Das ist so das Grundprinzip. Gibt es mit Sicherheit viele andere Beispiele auch schon draus, ob es jetzt Wissensstaffette heißt oder ähnliches. Also von dem her, wir finden das Rad ja auch nicht neu. Problem ist halt, ja, das ist ja immer nicht mal was. Ja, das macht nicht jeder. Problem ist halt, dass es gemacht wird. Da gibt es keine Verbindlichkeit. Also irgendjemand sagt, die Gabriele ist die super Wissensträgerin, also muss es gemacht werden. Ich dachte, es gibt ja hier für alle, sie sind ja Beamte und... Nee, das ist halt immer so eine Frage. Will man es, kann man es, sind auch die Kollegen bereit, also es gibt ja auch entsprechend in der Vorbereitung auch, wie kommuniziere ich das, dass ich bereit bin, das weiterzugeben und so. Also von dem her, das, was ich vorher gesagt habe, alle Probleme sind bekannt, die gibt es auch. Schwierig, die Leute davon zu überzeugen, dass das selber Mehrwert bringt für die Organisation. Ansonsten bleibt halt dann nichts anderes übrig, als sich mühsam dann das aneignen, was man braucht. Aber das heißt ja, es hängt ein Stück weit auch an der Führungskraft, ja, oder? Also ich habe das jetzt so verstanden. Kultur war vorher schon Thema, Personal sagt mir, sind drei, die stehen in den nächsten ein, zwei Jahren an. Und dann muss ich als Führungskraft doch sagen, hoppla, das sind kritische Wissensträger, da mache ich jetzt was, oder? So soll es auch, das soll es hinlaufen. Naja, oder man fängt viel früher an. Das ist so, das ist irgendwie meine Leidenschaft. Also man wartet nicht bis drei Tage vor der Pensionierung, sondern man fängt schon drei Jahrzehnte vorher an. Ich würde es für mich so machen und ich mache es auch so, dass das, was man nicht behalten kann, das schreibe ich mal auf. Also nur in die Richtung soll jetzt eigentlich gehen, dass das automatisiert stattfindet, dass jeder mal in irgendeiner Form, wenn er bestimmte Sachbearbeiterauftrag hat, dass er seine Kontakte, sein Netzwerk, alles in der Form so auf dem Laufenden hat, dass es letztendlich funktioniert. Wir haben auch schon oft das Problem gehabt, der Kollege geht am Freitag, verabschiedet sich und kommt am Montag nicht mehr, weil er vom LKW überfahren war, mit dem Fahrrad oder so. Die Sache gibt es auch. Also das gebe ich mir recht, das ist ja eigentlich ideal, wenn die Leute das erkennen, dass sie Wissensträger sind und dass das entsprechend ja, ordentlich, also ich möchte jetzt nicht da rufen, aber im Schlimmsten muss man immer rechnen. Naja, und man ist ja auch, Entschuldigung, vergesslich. Also ich versuche, und wenn es drei Sätze sind, tatsächlich der Excel, täglich Lessons learned von mir zu fixieren. Also das ist ja, es muss jetzt nicht gleich der LKW kommen. Es kann auch einfach so wie um einen rum sein. Weil dann denke ich, 3000 Mal mir das jetzt beim Kunden passiert. Mein Chef hat immer gesagt, wenn Sie zu blöd sind, sich was zu merken, dann schreiben Sie es so. Ich mache das auch so. Also, ich würde ein anderes Wort. Ja. Vom Leben. Eben, ja, genau. Ich muss nur mal fragen, dieser moderierte Prozess, weil das ist ja auch immer so eine Diskussion, wer moderiert das? Ist das jemand, der halt auch jetzt
intern bei, also Sie zum Beispiel, ja, die dann da, der dann unterstützt oder in einem Unternehmen oft jemand aus dem Personalbereich oder jemand von ganz extern oder moderiert die Führungskraft selber oder irgendein Kollege. Wie läuft das konkret ab? Also in der Regel ist es so, dass es ja diesen Ansprechpartner gibt, diesen Moderator, der sich zunächst mal abstimmt mit dem Vorgesetzten, was ist aus seiner, wenn der identifiziert ist, was ist aus seiner Sicht erforderlich, was soll man tun. So. Dann letztendlich so eine Art Information, Betreuung von dem zu Interviewenden oder von dem Wissensträger. Also letztendlich ist er immer damit eingebunden. Das heißt, dieser Moderator ist eine definierte Rolle, den es bei der Polizei gibt und wo ich sagen kann, den will ich jetzt in Anspruch nehmen. Nebengeschäft. Ja, aber... Ja, also die sind definiert, die sind qualifiziert. Dafür sollten die das entsprechend moderieren, begleiten und betreuen. Der sitzt natürlich nicht hin und schreibt dann die Wissensangabe, sondern der leitet an und so weiter. Und wie man es macht, standardisiert, gibt es nicht. Also es gibt nicht irgendwie so ein Tool, wo ich dann da reinsprechen kann oder sonst was. Man schreibt es halt auf. Oder, ja. Aber wie kommt das jetzt zum Nachfolger? Also da ging es ja darum, eher dieser Fall, den Nachfolger gibt es nicht. Na, jetzt gut, jetzt findet dieser moderierte Prozess statt. Am Ende gibt es ein Set an unterschiedlichsten Dokumenten, die da entstanden sind. Ein Nutzen entfaltet es ja erst, wenn dann ein Nachfolger irgendwann da ist und der das auch nutzt. Ist da auch wieder der Moderator im Boot, der dann ein Stück weit so ein bisschen diese Rolle des Einarbeitens übernimmt? Oder kriegt der Nachfolger einfach so ein Paket auf den Tisch nach dem Motto, bitte lesen Sie sich ein, das ist das Wissen Ihres Vorgängers? So wahrscheinlich ja nicht. Grundsätzlich ja, ansonsten ist ja das in der Regel, hat er ja dann einen Vorgesetzten oder muss er sich dann letztendlich darum kümmern, was er wissen muss. Mhm. Wenn natürlich jetzt ein Arbeitsbereich ausfällt, dann muss er ja weitergeführt werden. Da gibt es halt auch Vertretungen, es gibt ja auch grundsätzlich in der Organisation Stellvertreterregelungen oder ähnliches. Oder jetzt bin ich mal 6 Wochen im Urlaub oder so, dann muss er das auch. Also, da gibt es schon noch solche Auffangmöglichkeiten, wie sowas kompensiert wird. Von dem her, in der Menge, in der Masse zusammen, das Zusammenwirken, das wird wahrscheinlich überall so sein. Irgendwie geht schon. Ja, es gibt halt da ganz interessante, also meine Erfahrung ist bei so Transferprozessen, die ich ja relativ häufig begleite, auch hier direkt in der Nachbarschaft bei den Stuttgarter Straßenbahnen, da habe ich mich schon sehr gut in die Materie eingearbeitet, zum Beispiel der Signalanlagenplanung, können Sie mich nachher gerne was zu fragen. Das ist so dieses Konzept des Wissensnachfolgers, also dass man sagt, dieser moderierte Prozess findet nicht ohne einen Nachfolger statt. Und wenn es den eigentlichen Nachfolger nicht gibt, dann gibt es Personen, die ad interim in diese Rolle schlüpfen. Das können dann ja auch mehrere sein, ja, wo sagt, ich nehme Thema A, ich nehme Thema B. Die laufen diesen Prozess mit und haben nachher die Aufgabe, den eigentlichen Nachfolger, wenn er kommt, einzuarbeiten, so wie es der schon ausgeschiedene Kollege auch täte. Und das ist auch meine Erfahrung. Anders funktioniert es eigentlich fast nicht. Also sich rein auf Dokumentation verlassen, das ist ja immer nur die Quintessenz, wo ganz viel dahinter ist. Und wer in diesen Gesprächen nicht dabei war, dem fehlt einfach der Kontext. Und deshalb so diese Idee, es gibt diesen Zwischenträger und den muss es aber geben. Heißt natürlich, klar ist wieder ein personeller Aufwand. Ich erlebe es auch oft, dass dann die Führungskraft in den sauren Apfel beißt und sagt, ich bin bei den Gesprächen dabei, ist eh gut, dann kriege ich mal mit, wie die Dinge so laufen und ich übernehme nachher auch stark die Einarbeitung des neuen Kollegen, wenn man jetzt keine anderen Mitarbeiter da zeitlich ein bisschen freischaufeln möchte. Also in Österreich, gerade so in staatlichen Organisationen, da ist es ja so, da gibt es meistens nicht den Nachfolger, weil erstmal muss die Stelle leer sein. Dann muss die Stelle, wenn sie leer ist, darf sie ausgeschrieben werden. Dann geht es um ein langer Prozess, dadurch werden sie sich nie im Leben treffen und dann muss es. Ja, ist ja in Deutschland teilweise durch die
Personaleinsparungen im öffentlichen Dienst gibt es ja sogar festgeschriebene Karenzzeiten. Also die Stelle muss 6 bis 9 Monate unbesetzt bleiben, um Personalkosten zu sparen. Ja, das kommt dann noch on top. Das heißt, es ist locker mal ein Jahr vergangen, bis der Nachfolger wirklich kommt. Aber dann ist es ja, was Sie sagen, die Arbeit macht sich ja nicht von alleine. Das heißt, im Endeffekt springen Kollegen in die Lücke. Und eigentlich muss ich die erstmal als diese Interimsnachfolger behandeln. Aber andererseits wiederum das Gute, dadurch, dass die Arbeit ja doch gemacht werden muss, wird sie ja irgendwie auf Schultern verteilt, die dann entweder sich selber arbeiten, nicht schön, oder mitbekommen. Aber auf jeden Fall ist es schon geteilt. Das ist wiederum das Gute. Das hat manchmal auch vielleicht den Vorteil, dass dann, wenn es anders gemacht wird, dass es vielleicht dann das schon vor. Ja gut, das ist ja tatsächlich immer die Chance, ja. Ich hatte einen wirklich krassen Fall auch im öffentlichen Bereich, wo ein Kollege gegangen ist, der hat einmal im Monat musste der einen Report erstellen und hat da Daten aus einer Software gezogen und hatte sich ein wahnsinnig kompliziertes Excel gebaut mit Formeln und Makros drin und also ein Albtraum. Ne? Und da saß der 3-4 Stunden lang einmal im Monat, um diesen Report zu bauen, ja. Und der Kollege war weg und der junge Nachfolger kam und hat diese Excel aufgemacht und also ist so nach einem halben Tag weinend am Schreibtisch gesessen, weil er überhaupt nicht verstanden hat, wie diese Excel funktioniert. Und der Vorgesetzte war verzweifelt, weil er brauchte ja diesen Report. Und dann hat der junge Kollege einfach mal sich diese Software angeguckt, aus der die Daten kommen und hat festgestellt, ich weiß nicht, da gibt es im Menü doch den Punkt Reports. Da klicke ich jetzt mal drauf. Ja, und dann kam dieser Report einfach aus der Software. Und was passiert ist, ist, als halt dieser ältere Kollege da war, gab es diese Funktion nicht. Der hat aus der Not heraus sich diese Excel gebaut, ist mit der sehr gut gefahren, dass er völlig betriebsblind gar nicht drauf geachtet hat, dass plötzlich die Software das ja auch kann, weil er hat es ja nicht gebraucht. Sein Prozess hat ja für ihn wunderbar funktioniert. Und erst der neue Kollege, dem dieses Wissen fehlte, hat dann eben aus dieser scheinbaren Notsituation heraus erkannt, dass es das gibt. Also manchmal ist der Wissensverlust ja auch durchaus förderlich für die Organisation. Können Sie auch über das Wissensportal bei der Polizei noch ein bisschen was erzählen? Ja, also auch ganz kurz, das ist eine Anwendung, die basiert auf SharePoint. Im Prinzip wie eine Internetseite. Das ist aufgebaut, das ist themenorientiert, das nach Aufgaben oder Bereiche. Das ist dann letztendlich eine zentrale Plattform mit einem Zugang, mit aktuellen Neuigkeiten auf der Startseite, mit entsprechendem Werkzeug, was man braucht, polizeiinteressiertes Wetter. DPA-Ticker ist integriert, alles Mögliche. Es gibt dann Grundlagen, zum Beispiel Literatur. Und das Kernthema sind aber, sagen wir mal, themenbezogene Seiten zum entsprechenden, oder sagen wir mal, Sammelbereiche. Nehmen wir mal das Stichwort Verkehr. Und alles, was verkehrsrelevant ist, wird dann unter dieser entsprechenden Rubrik eingestellt. Mit auch wieder der Möglichkeit, was wichtig ist, voranzustellen und so weiter. Und wird letztendlich betreut durch Redakteure, also durch Gesamtredaktion mit Unterredaktionen, Fachredaktionen und letztendlich Kümmerer, die wo sich um spezielle Themenseiten dann kümmern. Die schauen auch, dass es aktuell ist. Problem ist halt zum Beispiel mit, jetzt sage ich mal, Zahl mit 5000 Dokumente bis aktuell zu halten. Und könnte ich da, gibt es auch Interaktionen, also? Gut, also man hat jetzt entsprechende Suche da, man hat also das ein bisschen, die Suchfunktion hat man vor Jahren mal angepasst, dass man auch entsprechende Verknüpfungen und so weiter angezeigt bekommt. Ansonsten ist es letztendlich nichts anderes wie ein Angebot von PDF oder von HTML oder Bilder oder ähnliches. Und wenn ich jetzt also jetzt auch naiv gesagt, ob ich eine Streife bin, also da, keine Ahnung, vielleicht ja, brauche ich das gar nicht, aber... Online gibt es das nicht, weil wir ja entsprechend IT-Sicherheit und so weiter das haben. Es ist mittlerweile so, dass man schon Möglichkeiten hat,
aber das wird in der Form nicht genutzt, dass dort, sagen wir mal, solche Informationen bereitstehen, die ich jetzt für irgendeine Kontrolle brauche. Mhm. Das jetzt mal genau, weil ich gerade zu diesen Drohnen. Aber dann muss ich halt anrufen und sagen, guck mal nach, was da ist. Ja, wie sieht das gerade aus? Ich habe da was. Also das funktioniert. Das heißt, das ist im Prinzip ja ein Intranet, oder? Ja, Sammlung halt, nennen Sie dieses Portal, und halt eine Sammlung von aktuellen von Rechtsprechung und so weiter. Also man findet dann mit Jambi. Naja, angesichts der Rechtsprechung ist das sicherlich lohnenswert. Also es würde schon... Also da ist schon Big Online integriert? Ja, oder ich habe jetzt gerade irgendwie neue Regelungen zu gewissen Drohnengrößen und so weiter. Ja, das ist ja nicht, unheimlich gering. Was man wissen muss, also letztendlich kann ich dann reinschauen und kann mich schlau machen, was brauche ich, was ist. Also auch Checklisten, Vorlagen und so weiter sind da drin. Das ist halt so das Angebot. Interaktiv eher nicht. Ja, aber eben immerhin verfügbar. Also und ich kann unverlässlich verfügbar, dass eben, da nehme ich ja nochmal an, für die Gesetzlichkeiten wird jemand schauen, dass immer die aktuellsten. Das ist, da gibt es einen Vertrag mit entsprechenden Partnern und so weiter, die aktualisieren das. Es war halt früher war alles verteilt, dezentral. Redundanzen, dann unnötige Wiederholungen und das Problem war halt immer, es war veraltet. Wenn ich halt heute eine Norm anwende, die nennen gilt, dann habe ich halt ein Problem. Und dann hat man das zentralisiert. Und durch das Redaktionssystem versucht man dann halt, das in Struktur und Form zu kriegen. Die sind aber thematisch, also nicht irgendwie, keine Ahnung, wie das jetzt heißt, aber sagen wir mal so, es gibt ja auch Willingen-Schwenningen und... Nee, das ist nicht nach Orte, sondern das ist nach Themen. Also es gibt hier ja, ich habe schon Kriminalität, gesehen. Wir haben auch Personal, Organisation, Service, also es gibt also alles, was man sonst nicht packt, das ist Service zum Beispiel oder Hilfsangebote. Aber es ist nicht runtergebrochen auf lokale Ebene. Das, was, sagen wir mal, lokal relevant ist, die haben dann eigene Intranets. Also sprich, die Liste des Straßen, haben Sie gesagt, Straßenbahn oder Straßenbauamt vom Kreis Aalen, die sind dann lokal verankert. Also das würde dann das nach oben. Ja, das brauchen wir alle nicht. Ne? Also nur was ab der Schwelle ist, was alle angeht. Okay. Gibt es noch Fragen, noch Anmerkungen, noch Ideen? Also eine Herausforderung, die ich finde, die noch nicht so ganz gelöst ist. Sie haben ja viel ja auch von Dokumentation gesprochen, von verschiedenen Ansätzen, wie das Wissen aufbereitet wird, um von jemandem danach aufgenommen werden zu können. Mhm. Ich habe eine Ausbildung zum Ausbilder gemacht und das somit eines der ersten Themen war Lerntypen. Und bei einem kinästhetischen Lerntyp, da kann ich dokumentieren, so viel ich will, der lernt so nicht. Der kann sich Videos angucken, der kann sich Bilder angucken, der lernt so nicht. Das ist ihm, das nimmt er wahr, aber wirklich aufnehmen wird es dann, wenn er zum ersten Mal anfasst, irgendwas tut, das wirklich nachvollzieht. Und das ist was, wo ich noch irgendwo Tools, Werkzeuge irgendeiner Form gefunden haben, die das in der Hinsicht dann auch mal tatsächlich irgendwo aktiv unterstützt. Mal da umgehend, dass das vielleicht noch triggert. Wir waren vor Jahren auf der LearnTech, da haben sie Augmented Reality, also so quasi virtuelle Brille und dann setzt er das auf. BMW hat es vorgestellt, der macht sein Motorhaube auf und dann sagt sie ihm, machen wir einen schönen Ölfilterwechsel. Dann über die Brille wurde ihm quasi das Feld selektiert, wo grün und rot, muss dann hier runtergreifen und hier schrauben und dann letztendlich schrauben und so weiter. In der Form, also dass er macht es quasi tatsächlich, okay. Würde das geht so in die Richtung. Das war auch eine der ersten Fragen oder Anspruch an die Software. Ja, in Zukunft ist es dann gedacht, dass das auf der Brille hier eingeblendet wird. Okay. Nächster Arbeitsschritt ist dann direkt das. An der Maschine, genau. Dann quasi. Drück jetzt den Knopf. So. Genau. Weil das praktische Beispiel, was mir da immer kommt, während des Studiums, Wohnheim, Zugangscode, Tastatur. Ich habe mir diesen Code einen Tag lang gemerkt. Danach hatte ich den nicht mehr im Kopf. Sondern ich wusste nur genau, das ging automatisch. In welcher Reihenfolge muss ich wohin tippen? Aber welche Zahl da steht, vollkommen egal. Hätte jemand jetzt mal das Feld entsprechend gedreht, nie wieder den Zugang. Ja.
Gut, ich halte dann, wenn man was machen muss, würde man es auch nicht sagen. Wir haben mal zum Beispiel getestet, aus dem Militärbereich kommt es, so eine Art virtuelle Schrauben am Hubschrauber und so weiter. Da gibt es also auch Möglichkeiten, wie man die Kosten reduziert, wenn man mal eine falsche Schraube einsetzt und der Hubschrauber fällt runter, sodass man quasi virtuell, also über Mauspad, das ist halt schon geht in die Gamer-Richtung, die haben dann da einen Ölwechsel am Hubschrauber gemacht und dann, wenn es nicht funktioniert hat, hat halt das System gesagt, nee, bis hierhin, also so wie Simulator oder so. Aber das bringt auch nichts, wenn man es praktisch, das heißt ja auch nichts an, da sitze ich halt am PC, bediene, macht die Klappe auf und die Schraube. Einmal diese Schraube, ja, haben, damit das ist das Problem. Schraube gehört da rein und die andere Schraube gehört dorthin. Aber das ist ein Thema vielleicht für unser Knowledge Camp, ne, ob diese Digitalisierung und zunehmende Virtualisierung nicht unseren Erfahrungsraum immer kleiner macht, weil wir immer weniger wirklich anfassen. Und im Deutschen kommt ja das Wort begreifen von greifen. Ja. Wenn ich vielen Dank, dann halten wir jetzt die Aufzeichnung an.